Herr Behrendt, welche Trends sehen Sie denn im Blick auf IT, was das moderne Krankenhausmanagement angeht? Ich denke, die Trends, die wir auch hier auf der Medica sehen, ist das Usability, also die Anwenderfreundlichkeit von Systemen, das zentrale Thema im KISS-Bereich ist. Also ich kann ja nur im Wesentlichen vom KISS-Bereich sprechen. Die Systeme werden immer einfacher, damit sie näher an den Arzt, an die Pflegekraft rankommen, damit sie intensiver genutzt werden, damit sie auch das an Potenzial bringen, was wir uns allgemein oder was wir uns allgemein daraus vorstellen. Das ist ein wesentlicher Trend. Der Trend in Deutschland ist sehr stark hinsichtlich in Richtung Pflege und Medikation. Das heißt, Patientensicherheit steht da im Vordergrund, Medikationssicherheit, transparente Pflege, das sind so die Hauptthemen. Sehen wir denn die Themen auch in der IT-Halle 15 auf der Medica wiedergespiegelt? Nun, es ist offensichtlich, dass hier nur noch relativ wenige Firmen, die in diesem Bereich spielen, vertreten sind. Von den größeren sind wir sicher der einzige Moment, der hier eine bedeutende Rolle spielt. Das ist ein Vorteil natürlich für uns, aber es sieht so aus, als würde Medica langsam als IT-Standort für als Messe auslaufen. Ne? Die Krankenhaus-IT-Struktur wird immer komplexer. Es bedarf Komponenten, um diese Struktur und die Aufgaben zu füllen. Es sind hier auf der Halle 15 relativ viele kleine, neue Unternehmen vorhanden. Ist das eine Lösung? Bieten diese Unternehmen möglicherweise diese Komponenten an? Um ehrlich zu sein, ich sehe gar nicht so viele kleine, neue Unternehmen. Möglicherweise übersehe ich nicht den ganzen Komplex, aber die komplexe IT für Krankenhäuser anbieten, werden eher immer weniger, weil die Anforderungen immer höher werden. Wir können es auch nur noch im internationalen Zusammenhang die Investitionskosten wieder reinverdienen, die man braucht. Kleinere Anbieter sind, glaube ich, gefragt, um die Lücken, die wir nicht jetzt bedienen können, schließen zu können. Und da muss man abwarten, wie die sich entwickeln. Es wäre hoffnungsfroh, dass sich immer wieder Nischen bilden, in denen sich Potenzial bildet. Ob die jetzt hier sind, kann ich Ihnen nicht wirklich sagen. Wie beurteilen Sie die Innovationsfähigkeit des deutschen IT-Healthcare-Marktes? Also, ich denke, wir haben gute Firmen in Deutschland. Wir alleine haben 230 Entwickler in Deutschland, die an diesem Thema arbeiten. Wir haben Unternehmen, die sich im internationalen Vergleich durchsetzen können. Wir sind auf der ganzen Welt mit Systemen vertreten. Wir haben andere Wettbewerber von uns, die sich international gut behaupten. Wir sind in Europa, in Deutschland mit dem Krankenhaus-IT-Segment führend. Sogar im US-Vergleich müssen wir uns keineswegs verstecken. Ich glaube, das ist eine große Chance, dieser Bereich, auch für Deutschland. Wir müssen, was wir zum Teil schon tun, aber was noch verstärkt getan werden kann, ist, wir müssen Innovationen gemeinsam mit den Kunden rausbringen, transparent machen und dem internationalen Markt vorschlagen. Das ist eine Chance und das ist eine Herausforderung, der man sich stellen muss. Ne? Gibt es da eingefahrene Kommunikationswege, mit den Kunden solche Innovationen zu entwickeln, Impulse der Kunden aufzunehmen? Eingefahren nicht, das ist ad hoc. Ne? Das schaffen wir ad hoc und da gibt es kein Forum für oder sowas. Das schafft man mit einzelnen Innovationsträgern, schafft man das dann auch mit Referenzbesuchen aus dem Ausland. Nicht wahr? Wir haben aus dem Nahen Osten viele Kunden, die kommen aus der Karibik, aus den USA und die gucken sich einzelne Häuser an und gucken an, was die geleistet haben. Das ist natürlich auch ein Stolz fürs Haus selber. Ne? Prima, danke.